Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Tutorial. Hier ist wieder eure Julia. Ich habe euch alle sowieso wie ganz doll lieb. Also, ihr habt euch bestimmt schon gewundert, warum ich heute so ein bisschen ernster bin. Weil heute geht es mal um ein Thema, was jetzt so für uns Frauen auch so ist, nämlich zum Beispiel Liebeskummer. Ich will euch heute mal so ein bisschen so Tipps geben gegen Liebeskummer, für wenn ihr mal unglücklich verliebt gewesen seid. Ne? Also es gilt auf jeden Fall auch, wenn man jetzt in einen Jungen verliebt war, der das gar nicht so richtig mitbekommen hat, weil er einen eigentlich auch noch nie so richtig angeguckt hat. Obwohl man beim Flötenunterricht nachher immer gewartet hat auf den und immer mit dem nach Hause gegangen ist. Also hinter dem. Auf jeden Fall braucht ihr erstmal ein Foto von eurem Verliebten. Also jetzt zum Beispiel sowas, das wäre, sagen wir mal, das wäre jetzt der Basti gewesen. Damit das jetzt alles nicht mehr so schlimm ist, hier mein erster Tipp gegen Liebeskummer: Braucht ihr einen Edding und das Foto und dann malt ihr denen einfach was Lustiges ins Gesicht, damit es nicht mehr so schlimm ist, wie zum Beispiel ein schlimmen Bart oder eine Zahnlücke. Dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Der nächste Tipp ist auf jeden Fall, dass ihr gucken müsst, dass ihr jetzt nicht mehr die Musik hört, die ihr immer gehört habt, als ihr so verliebt gewesen seid, ja? Zum Beispiel Silbermond. Du bist das Beste, was mir passiert. Da müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr alle eure Silbermond-CDs weggeschmeißt. Ist schlimm, aber das ist einfach so. Muss alles weg, also auch MP3-Player so. Und Radio muss auch weg. Und dann ist es gar nicht mehr so schlimm und ihr habt schon wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Ist das Beste, was mir passiert?